Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserem Park Mountains of Takanyo. Beim letzten Mal haben wir dieses Gehege gebaut, welches ein neues Zuhause für unsere neuen Bewohner geworden ist. Und diese haben natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge von euch bekommen. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Folge Mountains of Takanyo. Und als nächstes bauen wir hier vorne weiter. Hier haben wir auch beim letzten Mal ja aufgehört und das Ganze noch nicht so ganz vollständigt. Aber wir müssen natürlich jetzt irgendwie gucken, dass wir uns noch so ein bisschen in Richtung da hinten begeben, wo dann die schönen Wasserfälle auf uns warten und diese wunderschöne Bucht. Da freue ich mich schon drauf, wenn wir da bauen können. Aber ich habe auch schon für das nächste Gehege eine sehr, sehr gute Idee. Und ich kann schon mal vorweg verraten, ich habe auch eine eigene Mod dafür angefangen zu machen. Sie ist noch nicht ganz perfekt und noch nicht ganz fertig. Aber ich wollte das Ganze jetzt auch nicht noch länger rauszögern, weil viele von euch haben schon gefragt, wann kommt die nächste Folge und sowas. Und ich wollte euch nicht länger warten lassen. Deswegen machen wir das jetzt einfach und ja, dann kann ich die Mod ja auch noch im Nachhinein ein wenig mehr vervollständigen. Bin aber schon sehr zufrieden, wie weit die Mod ist. Verrat aber noch nicht, was es ist. Da müsst ihr noch warten. Hier soll der Weg sich jetzt erstmal weiter entlang schlängeln. Irgendwie sieht das hier schon wieder komisch aus. Da ist schon wieder so eine Ecke drin. I don't like it. Ich und meine Ecken immer bei den Wegen. So, besser. Ihr wisst ja, ne? Ich bin da immer super kleinlich. Aber viele von euch haben sogar geschrieben, dass sie es gar nicht schlimm finden, dass ich da so pingelig bin. Viele finden es sogar gut. Gibt natürlich auch einige, die es nicht so toll finden. Aber so bin ich nun mal. Kann man machen nix. Na, die Schwingung gefällt mir so schon mal sehr gut. Wir haben jetzt ja sogar schon mittlerweile eigentlich zwei Bauprojekte gleichzeitig am Laufen. Weil ich habe ja diese Main Street gemacht von der Jurassic World. Und die ist auch richtig gut bei euch angekommen. Und viele von euch haben sich einfach gewünscht, dass wir das Ganze weitermachen. Und das werde ich auch definitiv tun. Habt ihr auch schon eine richtig gute Idee für das Moserbecken. Das kommt wieder als nächstes. Muss ich aber auch wieder ein bisschen Zeit investieren, aber mal gucken. Mache ich ja gerne, ne? Deswegen wundert euch da nicht, wenn das alles immer ein bisschen dauert, bis die nächste Folge und sowas kommt. Mich würde auch mal interessieren, was ihr momentan so zur Modding-Szene bei Jurassic World Evolution sagt. Und auch Planet Zoo. Weil beides ist ja momentan wirklich richtig gut dabei. Da kommen richtig gute Mods raus, gerade für JWE. Und das Spiel macht einfach dadurch so viel mehr Spaß. Kommen auch diese ganzen neuen Spezies, die jetzt wirklich auch hinzugefügt werden zum Spiel und nicht nur irgendwas ersetzen. Das ist halt insane, ne? Wenn ich mir vorstelle, dass wir irgendwann ein Spiel haben mit über 100 Dinos oder 100 Urzeitlebewesen. Es gibt ja auch Mammuts und so weiter. Alles dank der Modding-Szene. Ich glaube, ohne das Modding wäre Jurassic World Evolution tatsächlich auch schon ausgestorben. Ich glaube, dann hätte man kein Content mehr. Das ist echt gut, dass es momentan so eine schöne Entwicklung nimmt. So, das sieht doch schon wunderschön aus. Schön geglättet. Jetzt dürftet ihr dabei auch mal zugucken. Das beschleunige ich ja mittlerweile immer oder schneid's raus. Weil ich immer sehr penibel bei sowas bin. Aber jetzt habe ich es euch auch mal gezeigt. Haben wir hier nämlich schon mal den Gang oder den Weg ein bisschen weitergeführt. Und das nächste Gehege soll hier vorne hin. Da werde ich jetzt auch einiges an Bäumchen entfernen.
Und eigentlich muss ich sagen, dass mir das schon ganz gut hier so gefällt, dass das Gehege hier so ja, nach unten und dann hier nach oben geht. Das ist ziemlich cool, wenn man dann hier langläuft, hat man nämlich einen perfekten Blick auf das Gehege. Dann kann man alles sehen, was hier unten ist und auch alles sehen, was da oben ist. Das werden wir ungefähr so beibehalten. Natürlich mit so ein paar ja, Etagen, sage ich mal, wo wir dann auch Wasser platzieren müssen und sowas. Wo die Tiere dann halt auch was trinken. Und hier oben kommt noch ein Highlight hin. Hier definitiv. Müssen wir sogar gleich schon platzieren. Das ist ja immer so der Nachteil. Wir müssen jetzt wieder erstmal planen, alle platzierbaren Objekte raussuchen und platzieren. Und dann können wir erst die Feinheiten machen, was das Terrain angeht. Das Highlight ist ein großes Highlight, deswegen begradige ich jetzt hier schon mal sehr, sehr viel. Und man muss ja immer erstmal lieber zu viel als zu wenig begradigen. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner Mod, also so lange braucht ihr gar nicht warten. Denn ich habe mich an das Aviarium rangewagt und habe einfach mal den Käfig entfernt. Es ist noch nicht ganz perfekt. Ich habe dann noch so die Landschaft drumherum noch ein bisschen gestaltet. Ja, gibt es noch einige Bugs. Aber sobald ich die behoben habe oder so weit bin, dass ich denke, es ist für euch geeignet, werde ich das Ganze auch hochladen. Also jetzt in dem Moment, wo ihr es sehen könnt, ist es leider noch nicht hochgeladen, weil ich halt noch ein paar Sachen erledigen muss. Wir sprechen gleich mal darüber, wenn es steht. Oh ja, hier. Das ist gut. Müssen uns jetzt noch eine Richtung aussuchen, wie rum. Das ist eine, wo man gut hochgucken kann. Ich glaube, die finde ich schon gar nicht so schlecht. Und so sieht das Ganze eben platziert aus. Jetzt könnt ihr es auch mal sehen. Das ist doch schon was Feines, oder? Dann haben wir nämlich freifliegende Pteranodons. So als Hintergrundgestaltung für unser Gehege. Als kleines Highlight on top. Ich weiß noch nicht, ob ich perfekt zufrieden bin mit der Platzierung. Überlege halt gerade, welche Seite am meisten Sinn macht, auf der Vorderseite zu haben. Weil ich will natürlich auch nicht, dass die Sicht so sehr versteckt ist. Eigentlich ist diese Seite cool. Ich glaube, ich werde das Ganze nochmal drehen. Das können wir auch mal eben zusammen machen. Weil ich habe jetzt gerade WeMod angemacht. Das ist ein Programm, da kann man dann auch einstellen, dass sich Gebäude instant aufbauen. Braucht man da nicht immer warten. Muss ich nicht immer so viel schneiden und wir können einfach weiterbauen. Sehr schön, das sieht doch cool aus. Gefällt mir. Ich glaube, dann hat man nämlich einen besseren Einblick. Ich kann euch auch mal kurz die Sachen zeigen, die mich noch ein bisschen stören. Also ich habe hier einmal noch so Lampen, so ein paar. Die habe ich leider noch nicht entfernt bekommen. Ansonsten, das Terrain sieht schon ganz gut aus eigentlich. Ist ganz cool. Und was mich noch stört, ich habe hier irgendwo einen Felsen. Ich glaube, der hier. Da fliegen die Pteranodons noch ganz leicht mit dem Flügel durch. Das muss ich auch nochmal ein bisschen bearbeiten. Der Felsen ein bisschen kleiner ist. Ich mache jetzt erstmal hier... Kann man das gar nicht entfernen? Oh, okay. Das ist natürlich doof, ne? Ich dachte, mit dem unsichtbaren Weg kriege ich das hier vielleicht weg. Muss ich mir da vielleicht auch noch was einfallen lassen? Dann werde ich da, glaube ich, auch noch, wenn ich die Mod weitermache... Nee, das kriegt man gar nicht weg. Das ist ja doof. Dann werde ich hier einfach auch noch einen Felsen drüber machen. Dass man das auch nicht mehr sieht, wenn man das platziert. Weil Pteranodons ausbrüten sollte ja gehen, wenn man das einmal kurz anschließt. Das müssen wir eigentlich schon jetzt fast einmal machen. Weil sonst kriegen wir später Probleme. So, ich habe es jetzt mal kurz angeschlossen. Wir könnten natürlich sogar das Ganze mit unsichtbaren Wegen verbunden lassen. Weil man kann, glaube ich, mittlerweile bei dieser Wegemod, die wurde geupdatet, jetzt kann man sogar durch Zäune, glaube ich, bauen. Allerdings will ich natürlich nicht, dass die Besucher da reinlaufen in das Gehege, weil hier unten kommen ja auch noch andere Kreaturen hin, die auch bis nach da oben ja rauflaufen können. Und die sind auf jeden Fall gefährlich für die Besucher, die Kreaturen. Deswegen werde ich, glaube ich, einfach das Ganze ignorieren und gar keinen Weg hochführen. Dann haben wir zwar mal hier oben so ein rotes Symbol, aber das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Das kann man, denke ich, auch mal einfach ignorieren. Wir stellen auf 6 hoch. Und jetzt würde ich fast sagen, dass wir einmal alle Skins freilassen. Werde ich gleich mal machen. Wir machen jetzt mal den ersten gemeinsam. Die Freilassanimation sieht natürlich jetzt ein bisschen weird aus. Braucht ihr euch jetzt nicht wundern. Das ist ganz normal. Aber jetzt können wir ihn zugucken beim Fliegen. Das ist nicht wunderschön ohne Käfig. Wenn nicht diese blöden Lichter da wären. Ich finde das so toll. Das sieht halt richtig cool aus, auch im Hintergrund, wenn man die dann da so fliegen sieht. Dann auch da oben diesen Nebel hat. Finde ich so atmosphärisch.
Ich werde jetzt aber noch die weiteren freilassen. Also ich werde jeden Skin einmal durchgehen, weil das sind genau 6 Skins. Den hier können wir ja nochmal zusammen machen. Dieses Instant-Ausbrüten, dass das direkt funktioniert. Übrigens auch von Wiimote. Super praktisch, wenn man solche Sachen baut und nicht warten möchte. Liebe Gäste, wir sind hochgefreut. Oh, schaut mal, wie schön das ist. Ah, so cool. So, ich mache mal eben die anderen 4 noch fertig. Und jetzt könnt ihr das Ganze mal sehen. Jetzt fliegen hier nämlich auch mehr rum. Das ist schon echt cool. Man kann natürlich auch in die Ansicht gehen. Und sich das auch nochmal genauer angucken. Wie die herumflattern. Jetzt sitzen sie leider gerade alle. Werde ich wahrscheinlich auch noch öfter einbauen. Hier in dem Park. Zumindest einmal noch oder sowas. Weil die Flugsaurier sind natürlich auch auf unserem Logo. Deswegen sollten die ja auch eine große Rolle spielen. Deswegen war es mir auch wichtig, dass die hier nicht im Käfig eingesperrt sind. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Die können ja auf die Besucher losgehen. Aber ja, ist mir dann auch irgendwo egal. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die hier bleiben, weil die alles haben. Futter trinken und die nesten halt hier und deswegen bleiben die dann in diesen Bergen. Fliegen leider gerade nicht so viel rum. Das ist echt schade. Aber das werden wir gleich noch häufig genug sehen, denke ich. Weil wir müssen jetzt noch weiter planen. Es gibt nämlich noch viel, viel mehr zu tun. Dieser Berg muss noch im Hintergrund weiter gestaltet werden. Aber erstmal müssen wir jetzt hier die Grundplanung weitermachen. Denn ich habe noch vor, hier einiges an Wasser unterzubringen. Auf verschiedenen Etagen. Deswegen müssen wir jetzt hier schon mal den Grundriss so ein bisschen einzeichnen. Natürlich wieder lieber zu groß als zu klein. Kennt das Spiel. Und dann überglätten. Und dann geht sowieso nochmal Wasser verloren. Und dann hat man wenigstens einen schönen Übergang. Und nach hier unten sowieso. Ja, Wasser und diese verschiedenen Ebenen ist immer nicht so einfach. Das ist mir schon fast ein zu hoher Höhenunterschied. Ich weiß nicht, ob ich hier nicht sogar zu hoch gegangen bin. Bin ich mir gerade unsicher. Vielleicht muss ich das auch noch mal ein bisschen weiter runter machen, weil das wird sehr problematisch, glaube ich. Wenn ich das hier vernünftig überglätte. Oder? Weil wir können ja hier sogar noch ein Stück rüber gehen. Na, so schlecht finde ich es, glaube ich, doch nicht. Wir versuchen es mal so. Ganz kleinen Ticken habe ich das Ganze jetzt doch noch runtergesetzt. Und auch die Drehungen noch ein bisschen geändert. Das ist eigentlich so ein bisschen automatisch durch entstanden. Weil ich nicht mehr genau wusste, warum ich es hatte. Und dann habe ich es einfach irgendwie platziert. Und dann fand ich es eigentlich ganz gut, so wie es stand. Dann habe ich es einfach so gelassen. Ich will halt jetzt echt gucken, dass der Übergang hier nicht so krass steil ist. An der einen oder anderen Stelle so eine das steilere Steigung da einzubauen, finde ich gar nicht verkehrt. Könnte auch ganz cool aussehen, glaube ich. Aber wir müssen natürlich noch so ein paar Bereiche für die Lebewesen, die da leben werden, schaffen. Wo die dann auch vernünftig hochgehen können. Ich muss das eigentlich auch alles abstecken, ne? Mit unsichtbarem Zaun, das muss ich immer bedenken. Weil die Tiere ignorieren das ja. Also eigentlich müsste ich hier gleich noch lang gehen und dann dieses Stück mit unsichtbarem Zaun abdecken, damit die da nicht hochgehen. Weil das würde ja voll doof aussehen, wenn die Tiere dann da hochrennen. Das heißt, je mehr ich mir von diesen Klippen und sowas da einbaue, desto komplizierter wird das Ganze. Aber desto interessanter sieht es auch aus, ne? Deswegen werde ich das tun. Werde ich dann auch alles gleich noch anpinseln. Hier Gras dann machen. Hier natürlich dann auch wieder Klippe. Und dann sieht das, glaube ich, schon ziemlich cool aus. Kann man dann schon ganz gut erkennen. Vielleicht könnten wir hier vorne sogar diesen Ort noch ein bisschen größer machen. Wir hier dann sogar einen Futterspender hinkriegen. Hier vorne das Ganze finde ich eigentlich schon ganz interessant. Dass es hier so ein bisschen felsig und grasig ist. Wir werden sogar gleich ein Problem noch haben bei dem Lebewesen, was ich hier rein platzieren möchte. Weil das ist ein Fleischfresser, der für einen Pflanzenfresser ins Spiel kommt. Den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Und deswegen will ich es eigentlich versuchen, dass der Futterspender versteckt ist. Ich habe erst überlegt, ob ich den wirklich hier vorne oder so hinmache, damit die Tiere auch dahin können. Aber ich weiß nicht, ob das nicht doof ist. Ich bin halt echt am Überlegen.
jetzt so ein bisschen Zwiespalt, weil ich möchte natürlich, dass das Lebewesen hier vorne hingeht, damit die Besucher es gut sehen können. Aber ich will natürlich auch nicht, dass man sieht, dass der aus dem Pflanzenfutterspender frisst. Ich glaube, ich mache es erstmal hier hin und gucke da mal, was ihr in die Kommentare schreibt. Was euch wichtiger ist, ob dass man das nicht sieht oder ob man die Tiere besser sieht. Ich glaube, ich finde es erstmal wichtiger, dass die Tiere gut sichtbar sind. Und dann kann ich es ja immer noch ändern. Vielleicht wird ja auch die Mod überarbeitet irgendwann. Es ist nicht der Dimetrodon. Bei dem ist das nämlich so, dass der auch für einen Pflanzenfresser ins Spiel kommt. Allerdings dann von dem anderen Futterspender ist. Ich hoffe einfach mal, dass das dann hier auch noch passieren wird. Ein bisschen bearbeitet wird oder überarbeitet wird. Und dann das Tierchen auch noch aus dem richtigen Futterspender dann frisst. Mal kurz auf eine etwas angehobene Höhe kommen. Jo, das sieht ganz cool aus. Können wir hier noch eine Felswand machen? Und ich glaube, ich mache da oben sogar mal einen Zaun drauf. Weil hier wird es dann ja ein bisschen knapper mit dem Höhenlevel. Ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn das dann hier so übergeht. In einer Höhe, ganz am Ende. Aber ich brauche noch gar nicht so viel Terrain hier einzeichnen. Ich werde mir das eh gleich wieder alles zerschießen. Ich glaube, ich muss echt erstmal ein bisschen grober planen. Das ist immer, ich mache immer den gleichen Fehler. Weil, ja, ihr seht ja, ne? Also wenn ich gleich irgendwie was platziere oder so, dann geht wieder alles kaputt. Deswegen fange ich jetzt erstmal an, hier Zäune so zu platzieren. Die sind nämlich nicht schlimm, wenn die verschoben werden, weil die kann man immer im Nachhinein noch verändern, genau wie Wege. Das ist immer ganz angenehm. Ich mache jetzt hier aber erstmal einen Zaun hin und ich glaube, ich mache sogar mal diesen richtig fetten Zaun hier hin. Finde ich, glaube ich, ganz cool als Hintergrunddeko. Ich weiß noch gar nicht, ob der nicht zu hoch platziert ist. Weil der Zaun an sich ist ja auch nochmal relativ groß. Nehmen wir mal hier so entlang. So bis hier vorne. Sehr schön. Man da auch nämlich mal eine ganz interessante Hintergrundgestaltung. Und wir könnten sogar mal überlegen, ob wir da nicht die Einschienenbahn noch rausfahren lassen. Ich glaube, das ist mir schon echt zu hoch. Also ich glaube, ich müsste noch ein bisschen niedriger gehen damit. Sonst passt das nämlich nicht, weil ich würde gerne die Einschienenbahn hier aus dem Felsen, oder aus dem Berg kommen lassen später. Das wäre, glaube ich, sonst zu hoch. Mach mal hier einen Ticken niedriger noch das Ganze. Sieht wahrscheinlich dann noch besser aus. Ungefähr so. Ah, noch einen Ticken niedriger kannst du sogar. Ja, so gefällt mir das gut. Das sieht sehr cool aus. Und jetzt können wir nämlich mal versuchen, die Einschienenbahn hier lang zu führen. Ich mache jetzt erstmal so als Grundstück, wo wir anfangen. Nicht zu nah dran, aber auch nicht zu weit weg. Dann ungefähr im gleichen Abstand bleiben. Gar nicht mal so einfach einzuschätzen, wenn man Höhenunterschiede hat. Okay. Ja, sieht natürlich jetzt erstmal doof aus, aber jetzt muss ich jetzt einmal eine passende Höhe anheben. Ich finde eigentlich die hier schon ganz gut. Also vielleicht sollten wir einfach hier vorne dann das Tool nehmen. Bisschen größer. Dann auf diese Höhe. Ich will das Ganze einmal hier entlang machen. Und dann sollte sich eigentlich die Einschienenbahn ein bisschen runter bewegen. Jetzt testen wir es mal auf der einen Seite. Auf der anderen kann ich es dann ja immer noch machen. Oh shit. Okay, das letzte Stück muss ich, glaube ich, entfernen. So. Genau. Jetzt sehen wir das Ganze. Es kann sogar noch einen Ticken höher. Meiner Meinung nach. Finde ich aber cool, weil dann fährt die Bahn hier direkt lang und hat einen perfekten Blick auf das Gehege. Jetzt machen wir mal ganz kurz nochmal das Stück hier weg und platzieren jetzt erstmal diesen Tunnel. Der müsste dann nämlich hier irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, ob das unrealistisch ist. Wir müssen gleich den Berg vielleicht dann oder den Berg da später noch ein bisschen anpassen. Ich glaube, ich gehe noch einen Tick vor.
Dann ist es nämlich realistischer, wenn wir den Berg hier noch ein bisschen höher machen, dass der Zug dann hier noch eine Kurve macht und dann hier irgendwo rauskommt. Weil ich will natürlich hier nicht durch das Gehege fahren. Jetzt einmal mit niedriger Intensität rüber glätten. So, dass es hier nicht alles kaputt geht, hoffentlich. Das können wir ja korrigieren. Hier unten würde ich auch nochmal einmal ein bisschen näher ran. Ja, dass das da runter geht. Sehr schön. Ja, genau arbeiten will ich jetzt natürlich noch nicht machen. Weil ich werde gleich auch noch Felsen und Bäume und so weiter platzieren. Jetzt können wir die Strecke nochmal entlang zeichnen. Eigentlich können wir das schon... Ah, es passt nicht ganz. Ich glaube, ich zeichne es lieber nochmal. Hier so in dem Abstand. Ja, perfekt. Eigentlich will ich dann hier vorne auch wieder in die Wand gehen. Dann müssen wir jetzt aber wieder glätten. Hier so dann wieder in die Wand. Finde ich nicht schlecht. Dann müssen wir es nur verbinden. Dafür mache ich das Stück nochmal weg, dann wird die Kurve besser. Und dann sollte das Ganze soweit funktionieren und passen. Na, nicht schlecht. Den Berg werde ich, glaube ich, auch noch ein ganzes Stück dann vorziehen, also bis hier vorne oder so. Weil das hier soll eigentlich noch nach hinten. Ja, wir lassen es erstmal so. Also ich finde die Idee schon mal nicht schlecht, dass da im Hintergrund wieder so eine Bahn lang fährt. Finde ich eigentlich ganz nice. Da hat man dann auch eine schöne Sicht. Aber wir planen jetzt erstmal hier weiter. Bevor ich mir jetzt wieder alles zerschieße und dann alles 10-mal machen muss, machen wir erstmal jetzt hier weiter. Ah, da fährt er schon. Das ist doch cool, oder? Dass er da im Hintergrund lang fährt. Finde ich nice. Fällt mir gut. So, jetzt machen wir aber erstmal hier Felsen ein bisschen. Felsig soll das Ganze auf jeden Fall werden. Es wäre schön, wenn hier so ein Wasserfall platzierbar wäre. Das wäre so cool. Schade, dass es sowas noch nicht als Mod gibt. Hier ein Felsen hin. Ich glaube, hier werde ich gleich auch nochmal ein bisschen was entfernen an Wasser. Nicht ganz so langweilig aussieht. Interessanter machen die Form. Ja, das ist schon ganz gut. Hier hinten können wir dann auch mal ein bisschen größeren Felsen nehmen. Der hier so ist. Und ich glaube, das reicht mir schon. Obwohl, wir könnten hier noch einen hinmachen. So, dann ist das schon mal hier am unteren Dings richtig gut. Kommen wir zum oberen Gewässer. Ich nehme tatsächlich immer am liebsten diese flachen Felsen. Also diesen hier, den ich hier ausgewählt habe, und diesen hier. Finde ich meistens immer am passendsten. Oh shit. Ja, das ist das, was ich meine. Das ist halt immer dämlich, dass ich erst das Terrain mal anpasse. Aber ich finde, es ist auch immer schwer zu sehen, wo man was hinmachen möchte, wenn man das Terrain nicht anpasst. Deswegen wäre es halt noch schön, wenn man so eine Mod hätte, die es ermöglicht, dass man so Sachen platzieren kann, ohne dass die das Terrain verändern. Aber jetzt habe ich sowieso ein Problem. Müssen wir das nochmal wegmachen, weil ich kann sonst kein Wasser platzieren. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Also immer von oben nach unten arbeiten. Das war mein Fehler. Aber das ist ja kein Problem. Alles cool. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Nach sehr viel Terrainarbeiten. Ich finde es gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich noch cool finden, wenn hier ein Futterspender wäre. Fällt mir gerade mal so auf. Was nicht möglich ist. Genau wie mit den Felsen. Ach, schwierig. Egal. Wäre mir hier ein und da hinten ein. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich habe aber jetzt noch wieder viel zu tun. Denn wir müssen hier alle Klippen abstecken, damit die Lebewesen hier nicht langlaufen können. Oder nicht doof die Klippen hochlaufen. Ich glaube, ich muss sogar schon gleich eins freilassen, damit ich vorne den Wasserbereich noch anpassen kann. Aber ihr seid sowieso schon bestimmt gespannt, was hier reinkommt. Wer hätte euch auch schon der Titel oder das Thumbnail gespoilert? Dann denkt ihr so, wir wissen doch, was da reinkommt. Habe ich gar nicht gedacht. Ich werde jetzt hier erstmal viel zu tun haben. Ich muss nämlich jetzt alle Klippen, alles was zu steil ist, um gelaufen zu werden,
einzeln abstecken. Und den Zaun machen wir dann logischerweise am Ende unsichtbar. Das werde ich erst am Ende machen, damit ich hier nicht die Übersicht verliere. Das ist gar nicht mal so einfach hier mit den Felsen. Ganz schön gemein. Aber ich denke mal, ihr seht schon, was ich jetzt damit meine, ne? Dass wir hier wirklich einmal alles fleißig abstecken, wo die dann nicht hin sollen. Hier am Rand entlang. Sind dann ja natürlich sowas wie natürliche Barrieren, weil die halt Klippen sind. Aber das werde ich gleich machen, aber erstmal lasse ich jetzt eins der Tierchen frei, weil hier vorne den Wasserbereich will ich einmal testen von der Tiefe her und sowas, weil die sollen hier auch unten ins Wasser gehen. Und in das Gehege kommt der Dinosuchus. Ein riesiges Krokodil. Deshalb auch das viele Wasser. Finde ich richtig cool. Ich freue mich schon, dass wir den im Park haben werden. Wird natürlich nicht nur bei einem bleiben, aber wir werden jetzt erstmal nur einen für die Bauzwecke freilassen. Am Ende werden es, denke ich mal, so 3 oder 4 werden. So, ich bringe den mal rüber ins Gehege und dann geht's weiter mit dem Bauen. Ich musste leider gerade übrigens feststellen, dass ich meinen Spielstand nicht mehr laden konnte, wenn meine selbstgemachte Mod hier installiert ist. Also da ist noch irgendwas verbuggt. Deshalb habe ich die jetzt erstmal wieder rausgenommen, damit wir weiterbauen können. Also wundert euch nicht, dass ein Käfig zu sehen ist. Ich werde auf jeden Fall noch daran arbeiten. Vielleicht werde ich es auch zum Ende der Folge noch fertig bekommen. Oder zur nächsten Folge oder sowas. Mal schauen. Weil so kann ich das nicht lassen. Ich fand es ohne Käfig um einiges schöner. Aber so ist das nun mal, ne? Mods muss man halt auch ausgiebig testen, um dann die Bugs festzustellen. Boah, das sieht ja voll cool aus unter Wasser. Sieht fast aus, als wenn der schwimmt. Richtig nice. Ich glaube, die Tiefe gefällt mir sogar schon richtig gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es höher ist. Das ist aber auch gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht muss ich so ein bisschen variieren von den Höhen. Natürlich immer schwer, wenn sich hier nichts kaputt machen will. Radius mal so lassen. Ich glaube, ich mache den erstmal ein bisschen höher. So, das ist doch jetzt erstmal eine ideale Höhe. Kann man den auch von hier sehen, das ist doch gut. Ja, dann haben wir hier schon mal die Grundhöhe rausgefunden. Deswegen habe ich den übrigens schon mal hergebracht. Weil der soll auch hier vorne im Wasser schwimmen können. Zumindest der Plan. Den müssen wir jetzt aber erstmal, bevor ich hier das Wasser bearbeite, noch eine kleine Mini-Aussichtsplattform hier bauen. Dann das machen wir einfach so wie hier vorne. Im gleichen Stil. So, und muss man schauen, an welcher Stelle wir das machen am besten. Eigentlich kann ich das schon hier weiter vorne anfangen. Und bis hier gehen. Sollte schon ausreichen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder ganz genau einmal hier so ein Zwischenstück setzen, damit der Weg nicht rumbackt. Kennt ihr sicherlich schon das Spiel. Ist immer so ein bisschen tricky, weil man nicht direkt mit der Maus auf das gehen kann, was man löschen will. Aber funktionieren tut das eigentlich alles ganz gut. So, und jetzt geht der Weg hier weiter. Natürlich mit dem kleinen Zaun. Oh, das klappt ja hier perfekt. Bin begeistert. Wenn wir jetzt noch das Stück da hinbekommen, ja, klappt. Dann kann ja heute nichts mehr schief gehen. Bis auf das mit der Mod natürlich. Aber das kriegen wir auch noch hin. Da bin ich wirklich guter Dinge. Dass ich noch rausfinde, woran das liegt. Und das beheben kann. Ist halt nur ein bisschen zeitintensiv immer sowas. Und ja, ist dann so, ne? Ich mach das aber echt gerne. Also finde das echt nicht schlimm. Macht total Spaß, Mods zu erstellen selber. Falls ihr mal Zeit und Lust habt, probiert es auf jeden Fall aus. Es gibt mittlerweile auf Reddit und so schon einige Tutorials. Am Anfang ist es wirklich anstrengend, das kann ich euch sagen, das ganze Einrichten von den Programmen und sich da so ein bisschen reinfuchsen, aber wenn man erstmal so ein bisschen den Dreh raus hat, dann funktioniert das ganz gut. Und dann ist es auch so, dass man immer ein bisschen mehr Erkenntnisse bekommt, von Mal zu Mal.
Und dann fällt einem das bei der nächsten Mod alles ein bisschen einfacher. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Hier werde ich gleich nochmal ein bisschen anpassen, aber der Grundriss steht schon mal. Jetzt würde ich gerne hier vorne noch so was wie einen Zaun hinmachen. Den kann ich leider nicht direkt in die Wand platzieren, das kennt ihr ja, das Problem. Deswegen werde ich den irgendwie hier vorne anfangen oder sowas. Ist sich auch egal. Ich könnte ihn auch hier an der Engstelle machen, aber ich glaube, das ist mir zu nah dran. Welchen Zaun nehme ich denn da überhaupt? Eigentlich ist Elektro unlogisch im Wasser, ne? Sollte ich den hier vielleicht nehmen? Oder ist der zu klein? Fällt mir irgendwie nicht, weil der so winzig aussieht. Der hier gefällt mir schon besser. Okay, nehmen wir einfach Elektro. Das passt schon, denke ich. Hier sind ja immerhin keine Lampen dran, die blinken. Bisschen tiefer. So, das Wasser habe ich jetzt schon mal ein bisschen gestaltet. Habe ich auch den Zaun gezogen auf der anderen Seite. Dann haben die hier nochmal so einen kleinen vorderen Bereich, wo die dann planschen können. Da muss natürlich jetzt auch der Zaun noch gezogen werden schon mal. Und das Krokodil läuft hier schon frei herum. Nicht, dass es hier gleich auf die Besucher losgeht, das wollen wir ja nicht. Das können wir jetzt natürlich wieder so ein bisschen ungefähr machen, um einzugrenzen, in welchem Bereich wir wollen, wo es hinschwimmt und wo nicht. Hier will ich zum Beispiel nicht, dass es unbedingt drin schwimmt. Boah, hier ist ganz cool, wenn es nah rankommt. Hier. Da muss man auch nicht so sauber arbeiten, das sieht man ja später eh nicht mehr, deswegen passt das eigentlich. So, hier kann es meinetwegen auch nach oben drauf. Und dann geht's schon hier entlang. Hier vorne können die ruhig hin. Und dann haben wir so das Gehege schon mal markiert. Hier nochmal das Stück. Mir auch ein bisschen zu steil, da sollen die auch nicht hoch. Darf jetzt auch nicht zu viel mit Zaun abstecken, weil ansonsten da bekomme ich gleich mit den Bäumen Probleme. Ihr wisst ja, die Zäune machen es immer schwieriger. Aber das sieht doch jetzt gut aus. Ich werde jetzt hier einmal alle Zäune, die nicht sichtbar sein sollen, unsichtbar machen. Das ganze Gehege rum. Okay, Leute, Kommando rückwärts. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, das macht eigentlich erst Sinn, wenn wir alles fertig haben. Ansonsten kriegen wir gleich mega Probleme, auch mit den Bäumen und sowas. Wir fangen jetzt einfach mal an zu bepflanzen und hoffen mal, dass die Bäume uns gnädig sind. Wir wollen natürlich möglichst wenig Sicht verdecken. So, die Bäume stehen. Jetzt fehlen noch Baumstämme. Die habe ich leider wieder vergessen. Platzieren am Anfang. Die machen ja gerne nochmal was kaputt. Ich weiß nicht, ob ich hier vorne einen cool finden würde. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der mir alles kaputt macht, aber hat sogar funktioniert. Ja, warum nicht? Wäre ja sowieso hier so ein bisschen eine Sumpfoptik reinkriegen, das wäre ideal. Okay, der macht hier wieder ein bisschen was kaputt. Allerdings finde ich das jetzt nicht so schlimm, was er da gemacht hat. Kann man so lassen. Okay. Dann hier oben vielleicht nochmal ein. Vielleicht noch dahinter oder so. Okay. Hier hat er jetzt ordentlich was kaputt gemacht.
Aber das wird sowieso hier alles noch überarbeitet dahinter. Kann ich auch erst wieder später genau entscheiden, was da hinkommt. Wenn ich weiß, ob ich da überhaupt noch was hinterbaue oder ob hier der Berg da enden soll, da bin ich mir nicht noch unsicher. Und jetzt können wir... Ich glaube, jetzt müssen wir nichts mehr platzieren. Jetzt müssen wir nur noch Büsche zeichnen. Und ein bisschen mit dem Terrain-Tool pinseln. Also dann können wir jetzt, glaube ich, erstmal echt die Zäune hier entfernen. Und dann sind wir schon fast fertig. Wir haben jetzt eigentlich alles geschafft, was ich schaffen wollte. Ich werde mir jetzt gleich nochmal meine Mod angucken, ob ich auf die Schnelle den Fehler finde. Ansonsten wird das halt erst in den nächsten Folgen geschehen. Aber ihr habt ja schon am Anfang der Folge gesehen, worauf das Ganze dann hinausläuft und wie das Ganze dann hoffentlich aussehen wird, wenn es dann fertig ist. Bin an sich aber schon sehr zufrieden mit dem Gehege. Ich weiß auch nicht, ob ich hier vielleicht auch nochmal so einen Turm hinmache oder sowas. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, man braucht da keinen Turm. Man hat da wirklich von unten schon eine sehr, sehr gute Sicht. Einfach weil das Gehege so aufsteigend nach oben geht. Wenn man mal von hier guckt. Wenn wir in diese Sicht gehen. Ja, das ist wirklich wundervoll. Sieht man da oben die Pteranodons fliegen später. Und hier unten kann man sogar im Wasser die Krokodile dann direkt sehen. Sieht auch so ein bisschen dschungelig jetzt aus, das Gehege. Oh, da habe ich einen Zaun vergessen. Habe ich zum Glück noch gemerkt. Kann natürlich schnell mal passieren. Gerade hinter so einem Baum. Ja, das ist unser Gehege. Ich lasse jetzt noch die Freunde hier von unserem Dinosaurus frei. Insgesamt habe ich mich jetzt dazu entschieden, 4 Stück zu machen. Erstmal. Könnt ihr mal gucken, ob das Gehege dann zu leer ist später oder ob das ausreicht. Aber das Gehege an sich ist schon relativ groß. So sehen die aus. Und Leute, natürlich brauchen die auch wieder wundervolle Namen von euch. Denkt euch was Schönes aus und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier verewigen. Ihr könnt natürlich auch einfach euren Namen reinschreiben oder schreiben, benennt den bitte nach mir. So, unsere Dinosuchus landen jetzt gleich. Eine Sache werde ich allerdings noch machen. Damit die auch hier später ins Wasser gehen, werde ich unter Wasser einfach hier Futterspender verstecken. Dann haben die auch einen kleinen Anreiz, hier hinzugehen. Sieht man auch gar nicht. Ob, oh doch, die sieht man doch. Shit. Hätte ich mal nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob 4 Stück zu wenig ist. Weil das Gehege ist halt wirklich riesig. Aber ich finde das so cool, dass es so von unten nach oben geht. Und dass man hier um eine Kurve läuft. Und dann hat man so einen perfekten Blick da drauf. Willst du nur halt gerade gerne sehen, ohne diesen Käfig und dann mit diesem Nebel da oben noch. Weil das ist wirklich sehr atmosphärisch. Wird später, glaube ich, nice aussehen. Okay, da ist jetzt der Busch. Das geht doch klar, oder? Oder mache ich das anders? Ich könnte auch einfach Wasser im Wasser platzieren. Dann würden die da auch hingehen, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar sinnvoller. Wahrscheinlich die elegantere Lösung. Dann sieht man da nicht so einen blöden Busch durch. Dann gehen die da einfach trinken. Und dann ist das ja quasi genauso. Oh. Hier müssen wir auf jeden Fall niedriger gehen. Das sieht man dann doch. So ist perfekt. Sehr schön. Das passt. Dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig.
Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr einen tollen Namensvorschlag für die Deinosuchus habt, könnt ihr die, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier. Die 6 Pteranodons, die wir heute freigelassen haben, geht das leider nicht, weil die kann man leider nicht benennen. Ich werde mich jetzt nochmal an meine Mod setzen und vielleicht kriege ich es noch gefixt, dann werdet ihr es gleich in den Bildern sehen. Ansonsten werde ich mich in den nächsten Folgen darum kümmern. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein und das hier haben wir heute gebaut. Ja.